Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir haben den Beginn der Sira kennengelernt. Und der Beginn war ja nicht mit der Geburt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern mit dem Propheten Ibrahim, seiner Frau Hajar und seinem Sohn Ismail. Das waren die Begründer von Mekka. Und die religiösen Angelegenheiten in Mekka waren in ihrer Hand. Allem voran in der Hand von Ismail. Und die Religion von Ismail kennen wir. Das war der Tawhid, der Glaube an den einen Gott. Selbst in der heutigen Zeit, abgesehen von uns Muslimen, ist bekannt, dass Abraham, er wird auch als der Begründer des Tawhid, des Monotheismus bezeichnet. Die drei monotheistischen Religionen werden ja auch die drei abrahamitischen Religionen genannt. Denn er war so die Verkörperung des Glaubens an den einen einzigen wahren Gottes. Und sein Sohn Ismail hat diese Religion weitergetragen. Von einer Generation in die nächste. Das heißt, die Generation nach Ismail hat mit Sicherheit auch noch diese Religion getragen. Und die Generation danach wahrscheinlich auch noch. Und danach wahrscheinlich auch noch. Aber zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wurden in der Kaaba 360 Götzen verehrt. 360 Götzen. Einige tausend Jahre später. Und man wird sich fragen, was ist da passiert? Was ist da schiefgelaufen? Wie kann so etwas dabei herauskommen, wenn doch tatsächlich die Stadt Mekka von Ibrahim gegründet wurde? Und das ist eine interessante Frage. Wie ist es dazu gekommen, dass der Götzendienst Einzug in die Stadt Mekka erhalten hat? Wie das verstanden gegangen ist, hat sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt in einem Hadith. Und zwar hat es angefangen mit einem Mann namens Amr ibn Luhay al-Khuzai. Amr ibn Luhay al-Khuzai. Er war der Führer von einem Stamm namens Khuza'a. Und wir erinnern uns, das war der Stamm, der die ursprünglichen Bewohner von Mekka, den ursprünglichen herrschenden Stamm von Mekka vertrieben haben. Und er war deren Anführer. Amr ibn Luhay al-Khuzai reiste eines Tages nach Syrien, nach Scham. Und er fand dort eine Hochkultur vor, die sogenannten Amalekiter. Das waren einfach die Bewohner von Syrien zu der damaligen Zeit. Und die waren nicht so wie die Araber. Es waren keine Beduinen in der Wüste. Sie haben nicht unter diesen schwierigen, ärmlichen Bedingungen gelebt. Sie waren schon eine richtige Zivilisation. Das ist auch beeindruckend dann natürlich. Und Amr ibn Luhay schaut sich so die Stadt an und kommt so mit den Bewohnern ins Gespräch und er stellt fest, dass sie Götzen verehren. Er beobachtet das, dass sie irgendwo einen Götzen aufgestellt haben und beten den an. Beziehungsweise er sieht erstmal, dass sie irgendwas dort machen. Und er fragt dann, was sind das für Statuen? Und die Bewohner sagen ihm, ja, das sind Götzenstatuen, Götterstatuen. Und dann fragt er, okay, und was macht ihr damit? Und dann sagen die Leute, wir beten sie an. Und Amr ibn Luhay fragt, warum macht ihr das? Und dann sagen die Leute, wir bitten sie um Hilfe. Und sie helfen uns dann. Wir bitten sie beispielsweise um Regen und dann fängt es tatsächlich an zu regnen. Okay, und das funktioniert, fragt er. Diese Götzen machen das? Und die Leute sagen ja. Diese Götzen machen das. Wir tragen eine Bitte an sie heran und sie übermitteln diese Bitte Allah. Und das funktioniert. Das funktioniert mit Regen, das funktioniert auch mit Fruchtbarkeit. Wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann, dann geht sie auch zu einem Götzen hin. Und so hatten sie für verschiedene Angelegenheiten immer einen Götzen, den sie verehrt haben. Und so wie sie sagten, klappt das ja. Man geht dorthin, betet ihn an, verehrt ihn, er überbringt die Bitte Allah. Und dann bei dem einen oder anderen funktioniert das. Und Amr ibn Luhay war begeistert. Er sagte, könnte ich mir auch einen davon mitgeben? Und da haben die gesagt, ja, machen wir. Und da haben sie ihm einen großen Götzen namens Hubal mitgegeben. Amr ibn Luhay kommt damit zurück nach Mekka und stellt Hubal neben der Kaaba auf. Die Leute sind erstmal verwirrt. Ja, wer ist das? Was macht der jetzt hier? Und dann erklärt er ihnen das System. Das ist eine Götzenstatue, diese überbringt eine Bitte Allah. Das heißt, ihr müsst diese Götzenstatue einfach nur noch verehren und dann wird diese Bitte Allah überbracht und das Ganze funktioniert. Und die Leute waren begeistert.
Haben gesagt, okay, dann machen wir das so. Und so hat der Götzendienst angefangen in Makka. Makka war auch das Zentrum für die Hadsch. Das heißt, jedes Jahr kamen die Araber aus allen Teilen der arabischen Halbinsel nach Makka. Und sie haben die Pilgerfahrt vollzogen. Und als die Araber das gesehen haben, haben sie auch gefragt, was ist das? Und als ihnen das System erklärt wurde, waren sie auch alle begeistert. Und sie haben ihre eigenen Statuen entweder mitgenommen oder angefertigt und in der Kaaba aufgestellt. Und so kam es dann dazu, dass in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam insgesamt 360 Götzenstatuen in der Kaaba verehrt wurden. Und jetzt wird man sich denken, So simpel? Stopp. Amr ibn Luhay kommt mit Hubal aus Syrien wieder. Stellt den neben der Kaaba auf und sagt den Leuten, hey, guck mal hier, ein neuer Götze. Und die Leute sagen sofort, wow, coole Idee, machen wir. Was ist denn da schiefgelaufen? Das waren doch bis zu diesem Zeitpunkt Leute, die der Religion Ibrahims gefolgt sind. Bis dahin gab es ja noch keinen Götzen, das war ja der erste Götze in Makka überhaupt. Und das haben die so einfach akzeptiert. Sie sind quasi Jahrhunderte der Religion von Ibrahim gefolgt und plötzlich beten sie einen Götzen an. Obwohl sie doch die Religion hatten von demjenigen, der ein Symbol war für den Ein-Gott-Glauben. Jetzt wird man sagen, ja, wahrscheinlich war zu deren Zeit die Religion Ibrahims völlig verschwunden. Der existierte wahrscheinlich gar nicht mehr. Ansonsten kann das doch nicht passieren. Und jetzt kommt die Überraschung. Die Religion von Ibrahim war noch intakt. Selbst zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Selbst dort findet man noch Reste von der Religion von Ibrahim. Die Kaaba selber war das Haus Allahs, was Ibrahim gebaut hat. Und die Leute wussten das. Sie wussten, das ist das Haus Allahs. Und wenn sie zur Kaaba gegangen sind und Gebete vollzogen haben, dann wussten sie, wir beten hier an der Kaaba, dem Haus Allahs, und wir beten Allah an. Der Tawaf, die rituelle Umrundung der Kaaba, das gab es noch zur Zeit des Propheten. Und sicher auch zur Zeit von Amr ibn Luhay. Die Leute haben die Kaaba umrundet. Wofür haben sie das gemacht? Doch zur Verehrung von Allah. Die haben die Pilgerfahrt vollzogen. Jedes Jahr. Hajj. Der Höhepunkt der Ibadat, der Gottesdienste. Jedes Jahr haben sie die Hajj vollzogen. Das kommt doch von Ibrahim. Die heiligen Monate. Die vier heiligen Monate waren intakt seit der Zeit von Ibrahim. Dass Mekka ein heiliges Gebiet ist, ein Haram, wo bestimmte Regeln gelten, wo man sich nicht bekriegen darf, das war noch zur Zeit von Ibrahim so und bis in die Zeit von Amr ibn Luhay. Das war ein Dua von Ibrahim. Also man wird denken, die Religion von Ibrahim war doch noch da. Die war doch selbst zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch intakt. Was ist da schiefgelaufen? Ich meine, wir haben Leute, die jedes Jahr die Pilgerfahrt vollziehen. An der Kaaba beten sie Allah an. Sie vollziehen den Tawaf, sie umrunden die Kaaba. Sie achten die heiligen Monate, die heilige Stadt Mekka. Sie verehren die Kaaba. Als die Kaaba zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgebaut werden sollte, wieder aufgebaut, weil sie zerstört wurde, haben die Leute sehr genau darauf geachtet, dass sie dafür nur reines Geld nehmen, nicht Geld aus Zinsen oder Glücksspiel, weil sie diese Verehrung für das Haus Allahs immer noch in ihrem Herzen getragen haben. Also was ist da schiefgelaufen? Das Problem war, die Gebete, die sie vollzogen haben, die Hajj, den Tawaf, die Umrundung der Kaaba, das waren alles nur noch Rituale. Ja, das waren Teile von der Religion Ibrahims. Aber es waren für die Menschen nichts weiter als Rituale. Und wenn man nur diese Rituale vollzieht, ohne zu verstehen, worum es eigentlich dabei geht, dann kommt einfach irgendjemand um die Ecke, stellt Hubal auf und sagt, betet den an, das ist ein cooler Götze, und die sagen, jo, wir machen mit. So einfach ist das. Wenn man nicht versteht, was man da eigentlich tut, wenn man in der Pilgerfahrt hauptsächlich eine Reise sieht und man möchte einen Titel nach Hause tragen, aber man geht nicht dorthin und weiß, was man eigentlich macht, dass es eine Lehre für Sabr ist, dass es auch als Dschihad bezeichnet wird, wenn man das nicht weiß, wenn wir den Ramadan überfasten, aber nicht mitnehmen, dass wir tagsüber eine Grenze Allahs beachten, freiwillig,
dass wir auf etwas Erlaubtes verzichten, damit es uns leichter fällt, nach dem Ramadan auch auf das Verbotene zu verzichten. Wenn wir die 30 Tage nicht so vollbringen, dann bringt uns das alles nichts. Es nützt nichts. Wenn wir in den Gebeten fünfmal am Tag nicht verstehen, was wir da machen, dass Allah uns eine Pause verordnet hat, wo nur er existiert und dass wir uns niederwerfen nur vor ihm. Wenn das nicht dabei ist, dann helfen uns auch die Gebete nichts. Dann sind das für uns alles nur noch Rituale. Und dann kommt irgendjemand und stellt Hubal auf und wir sind alle bereit, Hubal anzubeten. Ja, Hubal ist heute vielleicht nicht mehr eine Statue, die man irgendwo aufstellt. Nein, das würden wir vielleicht nicht machen. Aber das sind andere Dinge, die da passieren. Hubal begegnet uns heute in der Schule. Dann gehen die Muslime hier zur Schule und sie hören etwas von der Evolutionstheorie und sind alle plötzlich so. Woher kommt das? Ich rede nicht einfach von irgendjemandem, der Ahmed oder Said heißt. Ich rede von jemandem, der praktiziert, der betet und fastet und wird plötzlich durcheinander geworfen, einfach weil er etwas im Biologieunterricht hört. In Amerika gibt es am College immer so einen Kursus Philosophy 101. Das sind so Grundzüge der Philosophie. Das ist das, was die Muslime da durcheinander bringt. Aber ich rede von praktizierenden Muslimen. Praktizieren in dem Sinne, dass sie alle Rituale nach außen hin vollziehen. Aber es fehlt etwas im Herzen. Es fehlt irgendetwas im Herzen und dann geraten sie alle durcheinander. Heutzutage ist es dann hier die Herausforderung des Atheismus, was in dem Sinne eigentlich nicht korrekt ist. Atheismus versteht man so wie der Glaube an gar keinen Gott. Es gibt den Ein-Gott-Glauben, es gibt mehrere Götter und es gibt gar keinen Gott. So stellt man sich das vor. Aber tatsächlich ist Atheismus auch nur eine Form von Schirk, von Götzendienst. Götzendienst bedeutet allgemein, dass ich etwas, was nur Allah kann, einem anderen außer Allah zuschreibe. Das ist Götzendienst. Das kann eine Statue sein, das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Wenn ich beispielsweise sage, Allah ist derjenige, der Leben gibt, und niemand außer ihm kann das. Und jetzt gehe ich hin und sage, Leben kann auch dadurch entstehen, dass einfach irgendwo zufällig die richtigen Komponenten zusammenliegen. Einfach ein natürlicher Prozess. Man braucht keinen Gott dafür. Es gibt etwas anderes, was das hervorbringt. Dann ist das eine Form von Schirk. Die Menschen haben zu allen Zeiten gewusst, dass Allah derjenige ist, der Völker erhebt und Völker untergehen lässt. Wenn ihr mal die Geschichtsschreibung hier im Mittelalter betrachtet, dann haben selbst die Leute das hier, auch wenn sie keine Muslime waren, aber sie haben die Geschichte immer so betrachtet. Sie haben immer versucht zu verstehen, warum ist ein Volk aufgestiegen oder untergegangen, im Sinne von, was haben sie falsch gemacht, wo sind sie gegen die Werte Gottes, also quasi vorgegangen. So haben sie die Geschichte betrachtet. Aber wenn man das Ganze einfach nur noch so sieht, wie natürliche Zusammenhänge, das hat was zu tun mit Wirtschaft, mit Militär, mit einer bestimmten Kultur, das alleine sorgt dafür, dass ein Volk aufsteigt oder niedergeht, das ist tatsächlich eine Form von Schirk. Nicht, dass diese Faktoren eine Rolle spielen, aber dass man etwas vergisst, was dahinter steht, dass das ganz alleine entscheidend ist. Das sind die Hubals in der heutigen Zeit. Und wenn man in dieser Religion nicht gewappnet ist, wenn man das, was wir praktizieren jeden Tag, nur als Rituale betrachtet, dann fällt man nur allzu bereitwillig darauf herein. Das ist ein Problem, was ich heute unter den Muslimen beobachte. Sie kommen manchmal aus ihren Ländern und ihre Eltern sind auch damit überfordert. Und sie sind religiös erzogen. Sie beten und sie fasten, sie kommen zum Jumu'ah-Gebet, das machen die alle. Aber es sind für sie nur Rituale. Und man hat es ihnen auch nie anders beigebracht. Was fehlt, ist, dass man den Leuten überhaupt erklärt, warum sie existieren. Warum sie das alles machen. Was die Idee dahinter ist. Ansonsten kommt ein Hubal um die Ecke und die Leute fallen alle um. Genau das ist passiert in der Zeit von Amr ibn Luhay. Er kam mit einer Idee um die Ecke und die Leute haben einfach nur ihre Rituale angepasst. Die haben die Rituale behalten, ja, das haben sie gemacht. Aber die Religion von Ibrahim, die war längst verloren. Nur die Rituale haben überlebt. Das zweite Problem, was die Leute zu Hubal geführt hat, war, das war die Art und Weise, wie sie die Religion betrachtet haben. Was für sie Religion überhaupt war. Vielleicht habt ihr mal diese Veranstaltung in Amerika von charismatischen evangelikalen Predigern gesehen. Riesenveranstaltungen. Da sitzen dann 5000 Leute und auf der Bühne steht ein Prediger. Und dann hält er so eine emotionale Rede. Und dann kommen manchmal Leute nach vorne. Da kommt jemand nach vorne, der hat eine schlimme Krankheit.
Krebs vielleicht. Und er kommt dann zu diesem Prediger, und der Prediger hört sich das an. Und dann legt er ihm die Hand auf die Stirn und sagt, dieses Jahr wird dein Jahr. Jesus wird auch dich heilen. Dieses Jahr wird Jesus dir beistehen und Jesus wird dein Leben erneuern. Und dann schreien alle Halleluja und Stimmung. Und dann kommt ein anderer. Und er hat im Hurricane vielleicht sein ganzes Geschäft verloren. Ist pleite. Und er erzählt seine Geschichte und der Prediger legt ihm die Hand auf die Stirn. Dieses Jahr ist dein Jahr. Jesus wird dich reich machen. Glaub an Jesus und du wirst ein erfülltes Leben führen. Und die Menge tobt wieder. Halleluja! Und als nächstes kommt eine Frau, die vielleicht keine Kinder bekommen kann. Und sie weint und erzählt ihre Geschichte und er legt ihr die Hand auf. Glaub an Jesus und du wirst sehen, Jesus wird auch an dir ein Wunder vollbringen. Und die Menge tobt. Halleluja! So läuft das da ab. Aber fällt euch was auf? Es geht nur um Dunja. Nur um das Diesseits. Krankheit, Business, Kinder, Probleme in dieser Welt. Allgemein um ein glückliches Leben. Deswegen kommen die Leute dahin und sie erhoffen sich von der Religion, ein glückliches Leben zu führen. Das soll ihnen die Religion garantieren. Nichts anderes ist damals passiert. Was hat Amr ibn Luhay den Leuten gesagt? Ich habe hier einen Götzen für euch und wenn ihr den anbetet, dann bringt er euch Regen. Wow, Regen, das war ja das, was die Leute gesucht haben. Na, wenn das so einfach ist, dann beten wir halt einen Götzen an. Darum geht es doch bei der Religion. Und das war bei allen Götzenreligionen so. Warum hatten die diese verschiedenen Götzen? Die Römer hatten einen Götzen für Kriegsglück, für Handel, Fruchtbarkeit, Ernte. Es ging immer um diese Welt. Alles Dinge von dieser Welt. Und wenn man so die Religion betrachtet, dann fällt man auch sofort darauf herein. Sofort. Darum geht es bei uns überhaupt gar nicht. Die Religion ist nicht dafür da, um uns das Leben hier angenehm und schön zu machen. Es gibt uns einen inneren Frieden, das ist richtig. Aber die Religion ist nicht dazu da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Das, was uns jetzt gerade in den Sinn kommt, was wir gerne hätten. Daher kommt auch heute dieser Effekt, dass die Leute sich beschweren, wenn ein Dua nicht erhört wurde. Ich habe so inbrünstig Dua gemacht, ich habe mir das so sehr gewünscht. Dua ist nicht eine Bestellung auf Amazon Prime. Es ist nicht so, dass man, wenn der Dua nicht erhört wurde, dann eine Ein-Sterne-Bewertung abgeben kann. Dua ist ein inneres Gespräch mit Allah. Vom Herzen her. Dua bedeutet, dass du jemanden anrufst, ihn anflehst. Das ist die Idee dahinter. Es ist nicht eine Bestellung aufgeben. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn man Dua als Bittgebet übersetzt. Es kann ein Teil davon sein. Aber das ist nicht das, worum es geht. Dua ist dafür da, eine Beziehung zu Allah aufzubauen, ein Gespräch mit ihm zu führen. Das ist der Kern von Dua. Aber nicht irgendein Gespräch. Es ist ein inniges Gespräch, ein vertrautes Gespräch, ein Gespräch, wo man sein ganzes Herz ausschüttet. Das ist Dua. Aber warum machen wir aus Dua eine Bestellung? Weil wir die Religion gerne so betrachten wollen. Allah ist dafür da, um uns das Leben hier schön zu machen. Und dann passiert genau das. Dasselbe wie mit Hubal. Wenn Allah seine Rolle nicht erfüllt, wenn uns die Religion das nicht bringt, wenn sie uns kein glückliches Leben hier beschert, wenn Allah nicht dafür da ist, mir möglichst schnell ein Studium, ein Auto, ein Haus, eine Ehe etc. 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 zu besorgen, wofür dann überhaupt? Wenn das deine Idee von Religion war, dann kann dir niemand helfen. Wir beten Allah nicht deswegen an. Wir beten Allah deswegen an, weil es sich gehört. Es gehört sich so. Wir können nicht hier so durch diese Welt gehen und so tun, als wenn es keinen Schöpfer gäbe. Aber interessanterweise macht man das immer gerne mit Religion. Was bringt mir das? Was bringt mir das persönlich? Würden wir das mit unseren Eltern auch so machen? Wenn wir diese Ehrfurcht und diesen Respekt vor der Mutter haben, fragen wir uns dann immer, was haben wir davon? Was nützt mir das, meine Mutter gut zu behandeln? Oder tun wir das nicht einfach nur deswegen, weil man es halt so macht, weil es sich gehört? Wie ist es dann erst mit dem Schöpfer?
Aber wenn man das aus der Religion macht, dann kommt Hubal. Dann kommt Hubal. Und man merkt es auch dann, wenn die Religion einem manchmal das Leben kompliziert macht. Wenn es nicht mehr so bequem ist. Dann versucht man sich einfach, die Religion passend zu machen. Genauso wie zur Zeit von Amr ibn Luhay. Die Leute wollten Regeln und Allah hat ihnen vielleicht nicht schnell genug Regen gegeben. Gut, dann nehmen wir halt Hubal. Das macht uns vielleicht das Leben angenehmer. Nein, heute nimmt man sich nicht Hubal. Heute geht man andere Wege. Heute versucht man sich, die Religion einfach so passend zu machen, dass sie das Leben nicht so unbequem macht. Da kommen dann so Auswüchse raus wie säkularer Islam, liberaler Islam. Man behält von außen noch das Label Islam, aber halt so, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist. Dass man nicht auf der schwarzen Liste des Innenministeriums landet. So funktioniert es halt heute. Aber das ist immer das gleiche Prinzip. Was versteht man unter Religion? Ist es etwas, was ich tue, weil es sich gehört? Oder hat die Religion die Funktion, mir das Leben schön zu machen? Und wenn sie das nicht tut, muss ich halt selber ein bisschen nachbessern. Das war auch das Problem zur Zeit von Amr ibn Luhay. Und damit kommt auch das dritte Problem. Das, was dafür gesorgt hat, dass Amr ibn Luhay überhaupt mit dieser Idee um die Ecke kam, das war ein Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Amalekitern. Die Amalekiter, die damit angefangen haben, das war eine Hochkultur. Die waren nicht so rückständig wie die Araber in der Wüste. Und wenn das eine Hochkultur war, dann müssen die ja etwas richtig gemacht haben. Und dann kann das ja auch nicht so verkehrt sein, was sie da an Religion so treiben. Sonst wären sie ja keine Hochkultur geworden. Und die haben es ja auch genauso erklärt. Die haben ja gesagt, wenn wir Probleme haben hier auf dieser Welt, wir brauchen Regen, wir brauchen Kriegsglück oder was auch immer, dann haben wir unseren Götzen. Also wenn sie so erfolgreich geworden sind, dann kann das doch so schlecht gar nicht sein. Die Lehre daraus ist, dass technologischer Fortschritt nichts damit zu tun hat, ob deine Wert- und Moralvorstellungen korrekt sind oder überhaupt deine Glaubensvorstellung. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wahrheit kann ja auch nicht danach definiert sein. Sonst wäre es ja so, dass beispielsweise vor 1500 Jahren, wo die Römer noch hoch im Kurs standen, dass da die christliche Religion die Wahrheit war. Die Römer waren damals die dominierende Macht in der Welt. Und das waren Christen. Das muss ja dann die Wahrheit gewesen sein. 500 Jahre vorher waren die Römer aber auch schon dominierend, aber keine Christen. Da haben sie Götzen angebetet, dann war das eben die Wahrheit. Und noch ein Stück weiter zurück in der Vergangenheit waren das die Ägypter. Und die haben einen Sonnengott angebetet und noch diverse andere Dinge. Und da muss das ja auch wahr gewesen sein. Wahrheit ist Wahrheit. Wahrheit war zur Zeit von Ibrahim war, zur Zeit des Propheten, zur Zeit der Römer und auch heute. Das ändert sich damit nicht. Und es hat nichts damit zu tun, was eine Zivilisation für einen Fortschritt gemacht hat oder wo sie gerade in der Welt positioniert ist. Aber das ist auch das Problem in der heutigen Zeit. Exakt dieses Problem haben wir. Wir kommen nach hier und wir sind beeindruckt von einer Hochkultur hier im Westen. Und die ist auch tatsächlich da. Ein Vorsprung auf sehr vielen Gebieten. Technologisch, militärisch, wirtschaftlich. Das ist das, was wir beobachten. Und dann kommt man nach hier und denkt, okay, dann kann das ja nicht so verkehrt sein. Die müssen ja irgendwas richtig gemacht haben. Was haben die denn gemacht? Was hat sie denn dahin geführt? Vor 300 Jahren haben sie sich ja komplett von Religion verabschiedet. Vielleicht war das doch ein richtiger Schritt. Und heutzutage haben wir Wert- und Moralvorstellungen, die man sich vor 5000 Jahren nirgendwo auf diesem Planeten hätte vorstellen können. Allen voran, wenn es Richtung LGBT geht. Das kann doch nicht so falsch sein, oder? Wenn das falsch wäre, dann wären sie ja nicht da, wo sie heute sind. So neigt der Mensch zu denken. Das war das Problem von Amr ibn Luhay. Das zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Aber das ist eine Lehre, die wir mitnehmen können. Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste zu tun. Darüber hinaus hatte Amr ibn Luhay keine schlechte Absicht. Das war nicht so, dass er geplant hat, die Religion zu stürzen. Eigentlich wollte er etwas Gutes. Er hat gesehen, dass diese Statue, dieser Hubal, dem Menschen einen Vorteil bringt. Und hat über die Nachteile und die Konsequenzen wahrscheinlich gar nicht so nachgedacht. Er wollte einfach was Gutes für sich und für sein Volk. Was uns auch zeigt,
Manchmal sind es Leute mit einer hervorragenden Absicht, die Katastrophen für Generationen hervorbringen. Die gute Absicht rettet einen nicht. Und vor allen Dingen sind einmal die Tore geöffnet, dann gibt es kein Halten mehr. Amr ibn Luhay kam mit nur einem einzigen Götzen um die Ecke, mit Hubal. Ein einziger. Den hat er da aufgestellt. 500 Jahre später, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, waren es 360. Die Religion ist, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, man fragt sich manchmal, wenn man die Geschichten von damals liest, wie es war, wie ein intelligenter Mensch das so hätte praktizieren können. Die Araber zur Zeit des Propheten, wie ein Sahabi berichtet, die haben schöne Steine verehrt. Und wenn sie manchmal durch die Wüste gegangen sind und haben einen schöneren Stein genommen, dann haben sie den jetzigen Stein, den sie als Götzen verehrt haben, weggeworfen und den neuen, schöneren Stein genommen. Jetzt konnte es passieren, dass sie keine Steine dabei hatten, waren aber in der Wüste und ja, sie mussten jetzt irgendwie irgendwas hervorzaubern, was sie verehren können. Was die dann gemacht haben, war zum Beispiel, dass sie eine Ziege genommen haben, haben die gemolken und haben dann mit der feuchten Erde etwas geformt. Und das haben die verehrt. Die haben Tawaf darum gemacht, das ist kein Spaß. Das ist wie Umar ibn al-Khattab später einmal sagte, da war er schon Muslim und fing einmal an zu lachen. Und die Leute fragten, warum hast du angefangen zu lachen? Und da sagte er, ich habe mich an die Zeit vor dem Islam erinnert, wo er einen Götzen aus Datteln gebaut hat, um ihn zu verehren. Und als er Hunger bekommen hat, hat er den aufgegessen. Er ist denken, wer macht sowas? Das alles hat angefangen mit Hubal. Das hat einfach angefangen mit Hubal und ist dann am Ende so ausgeartet. Es gab da kein Halten mehr. Man wird auch feststellen, dass in ganz allgemein in diesen Religionen, die so viele verschiedene Götzen verehren, dass es da kaum eine richtige, ja, wie bezeichnet man das, keine Akida gibt, keine Glaubensgrundlage. Wir haben ja so ein Unterrichtsfach Akida. Das kann man auch lernen und lehren. Und wir können zumindest sagen, das passt zu unserem Glauben und das passt zu unserem Glauben nicht. Bei vielen anderen Religionen ist das gar nicht der Fall. Da kann man tatsächlich glauben, was man möchte. Man kann auch Götter verehren oder auch nicht, wie man möchte. Die Hindus beispielsweise verehren viele verschiedene Götter, aber du musst gar nicht alle verehren. Und wie du das machst, ist auch, ja, ist dir manchmal auch selber überlassen. Das hat keine so richtige Grundlage. Man stellt es auch fest, dass die Araber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gar nicht so richtig überzeugt waren von ihrer Religion. In Surat al-Kafirun wird ja berichtet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen sagen soll: Ich habe mit eurer Religion nichts zu tun. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet, und ihr betet nicht das an, was ich anbete. Das ist so die Kernbotschaft dieser Sura. Diese Sura kam nicht einfach so. Sie war eine Antwort auf ein Angebot, was die Quraysh gemacht haben. Die Quraysh kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben gesagt, okay, lass uns doch einen Kompromiss schließen. Wir kämpfen hier seit Jahren gegeneinander. Wir machen es einfach so. Ein Jahr betest du mit uns unsere Götter an und im Jahr darauf beten wir mit dir Allah alleine an. Was ist das für eine Idee? Ich meine, wenn sie ihm anbieten, dass sie ein Jahr mit ihm zusammen alle ihre Götter verlassen und nur Allah alleine anbeten, was sagt uns das über ihren Glauben an ihre Götter? Die können doch gar nicht davon überzeugt sein. Jemand, der einen Gott aus Überzeugung verehrt, der geht doch nicht einfach hin und sagt, okay, für ein Jahr höre ich auf, ihn zu verehren. Welcher Muslim würde das machen? Es steckt keine richtige Überzeugung dahinter. Das hat einfach irgendwann einmal angefangen, 500 Jahre vorher mit Hubal. Und dann waren die Tore geöffnet. Dann waren die Tore geöffnet. Deswegen haben wir auch bei uns in der Religion Konzepte entwickelt, um die Religion zu bewahren, dass genau das nicht passiert. Unsere Religion basiert auf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Der erste Satz sagt uns, wen wir verehren, das ist nur Allah alleine. Und der zweite Satz sagt uns, wie wir ihn verehren, nämlich so, wie er es uns gezeigt hat, am Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber das wurde nicht einfach so gelassen. Schon zu Beginn haben die Gelehrten Konzepte entwickelt, um diese Religion vor Neuerungen zu bewahren. Dass nicht irgendwann 1000 Jahre später Leute auf die Idee kommen, einfach ihre eigene Religion zu entwickeln. Eigene Konzepte, eigene Götter, eigene Praktiken. Diese Tür wollte man von Anfang an schließen. Was nicht bedeutet, dass wir leben wie die Leute im 7. Jahrhundert, darum geht's gar nicht.
Aber es geht um die Religion, um unsere Glaubensvorstellung und um unsere Praktiken. Da gibt es heute auch manchmal Debatten darüber. Das sind Debatten, die Gelehrte führen, nicht wir. Was hat eine Grundlage in dieser Religion und was hat keine Grundlage in der Religion? Hat das Küssen des Korans eine Grundlage in der Religion? Dhikr in der Gemeinschaft, hat das eine Grundlage in der Religion? Das sind Debatten, die Gelehrte führen. Das ist nicht uns überlassen. Wir sind die Leute, bei uns muss man aufpassen oder Angst haben, dass wir nicht anfangen, Huberland zu beten, wenn man ihn uns vorsetzt. Es ist Aufgabe der Gelehrten, diese Religion zu bewahren, aber wir haben bei uns Konzepte, um genau zu verhindern, dass das passiert, was dort passiert ist. Und man sieht, was nach Generationen dabei herauskommt. Man sieht, was dann passiert, was die Gefahr dabei ist. Amr ibn Luhay kam in bester Absicht mit einem einzigen Götzen um die Ecke. Und 500 Jahre später war die Kaaba voll. Und Götzendienst war so etabliert in der arabischen Gesellschaft, dass er kaum noch wegzudenken war. Das hat angefangen mit einem einzigen Mann und das in bester Absicht. Was uns auch zeigt, wir müssen aufpassen, was wir so von uns geben und was wir veröffentlichen. Allen voran heute in den sozialen Netzen und allen voran auch dann, wenn man eine gewisse Stellung hat und eine gewisse Reichweite. Das, was man selber macht, das kann sein, dass Tausende das nachmachen. Und da muss man tatsächlich aufpassen. Man soll sich nicht wünschen, so in einem Mittelpunkt zu stehen. Heute träumen die Leute davon, YouTuber zu sein, Fame zu haben. Die Leute schauen zu einem auf. Ja, das mag eine Streicheleinheit für das Ego sein, aber es bringt eine Riesengefahr mit sich. Denn das, was man macht, das wird vielleicht Generationen weitergetragen. Man weiß nicht, was in 100 Jahren daraus kommt. Ich habe es an mir beobachtet, wenn ich mal 15 Jahre in die Vergangenheit zurückgehe, dass ich da Videos veröffentlicht habe, die ich heute niemals so wieder drehen würde. Aber es lässt sich nicht rückgängig machen. Es lässt sich nicht rückgängig machen. Möge Allah uns vergeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe gesehen, wie Amr ibn Luhay seine Eingeweide in die Hölle trägt. Angefangen mit einem Mann, der in bester Absicht etwas machte. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.